Mein Name ist Julia Ziegelmeier. Ich spreche hier für den Arbeitskreis Mahnmal in Fürstenfeldbruck. Der 27. Januar 2021 ist das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Gedenktag wurde vom verstorbenen Bundespräsidenten Roman Herzog 1996 und dann im Jahre 2005 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen offiziell ausgerufen. An diesem 27. Januar 1945 wurden die Häftlinge des KZ Auschwitz-Birkenau von den Soldaten der Roten Armee befreit. Erst 3 Monate später wurden dann alle Arbeits- und Todeslager des NS-Regimes durch die alliierten Truppen befreit. Die Bürger der Stadt und des Landkreises Fürstenfeldbruck haben seit ungefähr 30 Jahren an diesem Mahnmal, das den Leidensweg der Häftlinge des Todesmarsches darstellt, daran erinnert, dass es kein Vergessen und Leugnen des Holocaust in unserem Land und in unserer Gesellschaft gibt und geben darf. Dies haben Schüler, Jugendliche und junge Soldatinnen und Soldaten an jedem 27. Januar gezeigt. Schüler der Musikmittelschule Fürstenfeldbruck, der Realschulen Fürstenfeldbruck und Puchheim, der FOS-BOS Fürstenfeldbruck, der Gymnasien Germering und Fürstenfeldbruck, Firmlinge der Kirchengemeinde St. Magdalena sowie soldatische Abordnungen des Bundeswehrstandortes Fürstenfeldbruck haben mit Lesungen aus Erinnerungen der Überlebenden und mit eigenen Texten und Musikstücken uns gezeigt, dass dem Antisemitismus in Deutschland, Europa und der übrigen gesamten Welt gegenzuhalten ist. Wäre den Anfängen ein zutreffendes Sprichwort, dass wir, die die Gnade der späten Geburt erleben durften, uns einprägen sollten, wenn wir den Leugnern des Holocausts und anderer Rechtsextremen gegenüberstehen. Da dieser Tag in 2021 ohne offizielles Gedenken hier in Fürstenfeldbruck stattfindet, die Menschen dies jedoch individuell auch am Mahnmal in Fürstenfeldbruck in kurzen Momenten im Vorbeigehen mit Gedanken an diesen Tag vollziehen können, möchte ich Sie daran erinnern, weiterhin dieser 12 Jahre des Terrors und des Tötens auch ohne offizielle Veranstaltung an diese Zeit zu gedenken. Natürlich hoffen wir, dass im kommenden Jahr unsere Gedenkveranstaltung wieder mit entsprechender Öffentlichkeit stattfinden wird.